Hallo, in diesem Video möchte ich euch einmal die Weboberfläche der InstaIn 6014 HD vorstellen. Ihr habt hier oben eine Leiste mit Bedienelementen, hier seitlich und dann noch rechts unten in der Ecke. Ich beginne hier rechts unten in der Ecke. Da habt ihr zuerst einmal diesen Knopf hier, damit könnt ihr den Lautsprecher, also den Ton ein- und ausschalten. Hier das Mikrofon ein- und ausschalten, also ihr könnt ja über die Kamera quasi sprechen, wie in der Gegensprechanlage. Das könnt ihr eben das Mikrofon hier ausschalten. Dann habt ihr hier ein Config-Symbol und hier legt ihr den Pfad fest, in dem die Aufnahmen gespeichert werden, die ihr manuell macht. Das heißt, das mache ich jetzt zuerst einmal und ich nehme hier einfach meinen Windows-Benutzerordner. Daneben haben wir hier Plus und Minus, das ist zum Reinzoomen und zum Rauszoomen. Und mit diesem runden Knopf könnt ihr quasi den Zoom resetten. Kommen wir hier oben zum Menü, da haben wir als erstes den Menüpunkt SD-Karte. Wenn ihr diesen Menüpunkt anklickt, öffnet sich die SD-Karte bzw. ihr seht den Inhalt. Ich habe hier einen Ordner mit dem Datum von heute und in diesem Ordner befinden sich dann in dem Fall die Bilder, die ich gemacht habe. Wenn ihr Videos gemacht habt, dann sind hier eben Videos drin. Als nächstes haben wir hier den Knopf Snapshot. Wenn ich den jetzt klicke, dann sagt er mir erfolgreich. Jetzt habe ich einen Snapshot vom aktuellen Bild gemacht. Und der ist eben an dem Pfad gespeichert worden, den ich hier unten eingestellt habe, bei diesem Config-Symbol. Das gleiche gilt dafür, wenn ich auf Aufnahme klicke, dann beginnt er jetzt hier eine Aufnahme und es ist rot. Wenn ich es erneut anklicke, dann stoppt er die Aufnahme wieder. Als nächstes haben wir hier noch diesen Player-Knopf. Wenn ich diesen Player-Knopf drücke, öffnet er den Player und ich kann eben hier draufklicken und einen Pfad wählen, wo ich eben meine Videos abgespeichert habe und kann dann hier eben theoretisch also Videos abspielen. Als nächstes haben wir hier den Hilfeknopf und wenn ihr den Hilfeknopf klickt, dann kommt ihr auf die Insta-Seite bzw. auf das Insta-Wiki und habt hier alle möglichen Hilfethemen und auch Informationen generell zu diversen Fachbegriffen oder sonstigen Fragen. Als nächstes könnt ihr hier oben den Stream wechseln zwischen H264 und MJPEG. Wenn ich jetzt auf MJPEG wechsle, sehe ich allerdings, dass hier sich das Menü auch verändert hat. Und mit MJPEG kann ich nur noch auf die SD-Karte speichern, also ein Snapshot. Kein Video kann ich aufzeichnen und der Player-Knopf ist auch weg. Ich wechsle jetzt wieder zu H264. Genau so, und jetzt habe ich eben wieder diese Funktion hier oben. Kommen wir nun zur Steuerung der Kamera. Ihr habt hier unten vier Pfeile für die verschiedenen Richtungen. Und wenn ich jetzt hier auf links klicke, dann bewegt sich die Kamera nach links. Der Motor reagiert hier relativ schnell. Also das ist nicht bei jeder WLAN-Kamera so. Ich finde, der Motor reagiert hier ziemlich schnell. Also quasi, ich habe geklickt und es bewegt sich sofort. Ihr habt neben dieser manuellen Steuerung hier auch H-Scan und V-Scan. H-Scan heißt einfach, dass er horizontal nach rechts geht, soweit er kann, und nach links, also quasi fast 360 Grad. V-Scan macht das gleiche für oben und unten. Mit Stopp könnt ihr eben diesen Automatismus hier abbrechen. Und was ihr auch noch machen könnt, ist, ihr könnt hier Positionen festlegen. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier ein Stück hochgehen, dann hier sagen Position speichern, dann klicke ich auf 1. Jetzt habe ich diese Position auf 1 gespeichert. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach unten wieder gehe, dann hier auswähle Position anfahren und eben 1 anklicke, dann fährt er jetzt quasi an Position 1 hoch. Also ihr könnt hier bis zu 8 Positionen speichern, an die ihr dann quasi per Klick springen könnt. Ihr könnt die Positionen natürlich auch alle wieder löschen. Widmen wir uns nun dem Konfigurationsmenü links. Zuallererst haben wir einmal Live-Video. Wenn ich Live-Video anklicke, deaktiviert das Video, den Videostream, und wenn ich ihn erneut anklicke, aktiviert das eben wieder. Als nächstes haben wir hier Software und bei Software kann ich zuallererst einmal meine Sprache festlegen, Deutsch, Englisch, Französisch und ich vermute Chinesisch. Und mit Bestätigen speichere ich das Ganze eben. Und das Fenster schließe ich dann wieder. Dann haben wir hier Neustart, Reset. Also ihr könnt die Kamera neu starten und resetten. Das habe ich jetzt gerade ausgeführt. Das solltet ihr nicht zum Spaß ausführen, sondern wirklich nur, falls die Kamera sich irgendwie mal aufgehängt haben sollte. Das ist bei mir jetzt bisher aber noch nicht vorgekommen.
Als nächstes haben wir ja Sicherung. Also ihr könnt hier die Sicherung, also eine Sicherungskopie eurer Einstellung speichern, die ihr ja festgelegt habt. Und ihr könnt diese auch wieder hier, wenn ihr eine gespeichert habt, laden, dürft durchsuchen gehen und eben eure Einstellung wieder einfügen. Zum Beispiel eben, wenn ihr die Kamera resettet habt. Als nächstes habt ihr hier Update und ich sehe hier eben die Modellversion, also die IN6014HD, dann hier die aktuelle Firmware und die WebUI. Und genau, das ist die neueste Version. Das sagt er mir hier auch in grün. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, Netzwerk. Als erstes habt ihr hier die IP-Konfiguration und zwar könnt ihr hier sagen, ihr bezieht eine IP automatisch vom DHCP-Server. Das mache ich nicht, weil ich weise meinen Geräten gerne eine Nummer zu, dass ich immer genau weiß, welcher Computer, welche WLAN-Kamera oder sonst ein anderes Gerät, welche Nummer das genau hat. Ich habe hier also manuell eine IP festgelegt, dann die Subnetzmaske dazu, der Gateway, das ist hier in dem Fall die Adresse meines Routers und über diese Adresse ist eben gesichert, dass die Kamera quasi Zugriff auf aufs Internet hat. Als nächstes ist hier noch der Port festgelegt, das ist 80, das ist auch okay. Dann haben wir hier noch den RTSP, das ist der Videostream. Da ist auch der Port hier festgelegt und die Authentifizierung dafür ist aktiv. Als nächstes haben wir hier WLAN und WLAN ist aktiviert. Ich will natürlich, dass die Kamera Zugriff aufs Internet hat. Hier habe ich eben die SSID, ich habe das auch manuell gemacht alles. Dann habe ich hier den Typ des Netzwerks, Infrastruktur oder Ad-Hoc. Hier die Verschlüsselung, da empfehle ich euch natürlich WPA2 PSK, weil das die sicherste ist. Web empfehle ich euch auf gar keinen Fall. Also wie gesagt, diese Verschlüsselung ist empfehlenswert. Verschlüsselungstyp, TKIP oder AES. Und ihr müsst hier eben euer Passwort eingeben. Genau. Und genau, dann bestätigen und das Ganze wird gespeichert. Als nächstes haben wir hier DDNS, das ist die DynDNS. Das ist bei dieser Kamera interessant. Ihr habt hier nämlich schon alles voreingestellt, das heißt, ihr müsst euch nirgendwo registrieren oder irgendwas machen, sondern ihr habt eine voreingestellte DynDNS. Das heißt, über diese Adresse hier könnt ihr diese Kamera extern erreichen. Und wenn ihr die Insta-App benutzt, dann könnt ihr hier auch direkt diesen QR-Code einscannen. Natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr auch einen Dritthersteller benutzen hier. Könnt ihr diesen Haken aktivieren und könnt hier zum Beispiel DynDNS oder NoIP wählen und könnt hier eben eure Daten eintragen. Genau, dann wieder auf Speichern und alles wird gespeichert. Im nächsten Schritt haben wir hier Peer-to-Peer. Und das haben wir hier, Peer-to-Peer-Verbindung. Ihr könnt die WLAN-Kamera auch quasi ohne zwischen, also dass kein Router dazwischen geschaltet ist, könnt ihr die mit einem Gerät direkt verbinden. Das nutze ich jetzt hier nicht. Und das kann ich deaktivieren in dem Fall. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf Speichern klicke, das macht er nicht immer, sondern nur bei manchen Settings, da startet eben die Kamera neu. Und dann sagt er mir jetzt, okay, ich muss noch so und so lang warten. Und genau. Kommen wir nun zur Einstellung P2P oder auch Peer-to-Peer und ihr könnt hier eben das Ganze, wenn ihr keine Portweiterleitung einrichten könnt, könnt ihr eure Kamera auch damit verbinden. Dazu aktiviert ihr erstmal die Funktion und scannt diesen Code dann direkt in die Insta-App ein, also diesen QR-Code hier. Es ist natürlich empfehlenswert, eine Portweiterleitung einzurichten eigentlich, aber wenn es nicht anders geht, könnt ihr auch diese Funktion dafür benutzen. Da ich erfolgreich schon eine Portweiterleitung eingerichtet habe, deaktiviere ich diese Funktion auch. Als nächstes haben wir hier den UPnP-Dienst und den habe ich deaktiviert. Und wenn ihr die Portweiterleitung manuell eingerichtet habt, was ich euch auch empfehle, dann solltet ihr diesen Dienst oft deaktiviert lassen. Das ist auch der Standard. Als nächstes und letztes haben wir hier noch den Push-Dienst. Und ihr könnt eben diesen Push-Dienst hier aktivieren. Da steht auch wieder aktivieren und die ID dann in die InstaVision-App einscannen. Und schon funktioniert das Ganze. Natürlich noch auf Bestätigen klicken zum Speichern. Kommen wir nun zu den Systemeinstellungen. Und da haben wir zuallererst die Information, Info. Da haben wir wieder die Modellnummer, die Firmware-Version, den Netzwerktyp, die MAC-Adresse,
den Status der SD-Karte, den freien Speicher, den Infrarot-LED-Status, die Warnadresse, also in dem Fall die Adresse, die mein Internet momentan hat, beziehungsweise über den Router, die IP, welche IP der Router quasi hat, dann DynDNS-Status, UPnP deaktiviert und so lange ist die Kamera hier an. Ich habe da erst vor kurzem neu gestartet für diese Videos eben und das sind so generelle Informationen, die ihr abrufen könnt. Als nächstes kommen wir zum Datum und Uhrzeit. Das könnt ihr hier mit dem Computer synchronisieren oder ihr gebt eben, ihr nutzt den NTP-Server, das heißt, ihr gebt hier die Zeitzone ein, Berlin, GMT plus 1 im Genauen, die Sommerzeit, die aktiviere ich jetzt mal, diesen NTP-Server, diesen Zeitsynchronisations-Server, da könnt ihr verschiedene wählen. Ich nehme jetzt hier 0.de Pool NTP und den Intervall in Stunden, eine Stunde, das reicht eigentlich, dann macht er das, dann überprüft er die Zeit quasi jede Stunde. Ich speichere das Ganze jetzt auch wieder ab. Jetzt sagt er mir, ob der es kontaktiert, den Server, guckt, ob das Ganze funktioniert, lädt das Ganze neu und ich schließe das jetzt. Und als nächstes kommen wir zum Benutzer. Genau, ich kann hier eben drei verschiedene Benutzer festlegen. Das ist einmal Admin, User und Guest und eben dafür Passwörter vergeben. Das Standardpasswort, was die Kamera am Anfang hat, das sollte sie auf jeden Fall ändern, den Benutzernamen eventuell auch. Und das ist eben, schützt euch eben davor, dass jemand das Standardpasswort kennt und quasi auf eure Kamera zugreifen kann. Als nächstes haben wir hier die Status-LED. Ihr habt an der Kamera ein kleines LED, das blinkt. Und im Dunkeln sieht man das sehr stark. Deswegen deaktiviere ich das, weil es blinkt im Dunkeln doch sehr stark in der Gegend rum. Im nächsten Schritt haben wir hier die IR-LEDs. Und das sind, also das sind Infrarot-LEDs, die sind dafür zuständig, dass ihr quasi Nachtaufnahmen machen könnt. Und die könnt ihr auf automatisch machen oder komplett deaktivieren. Oder ihr könnt einen Zeitplan erstellen. Das heißt, wann sind sie an und wann sind sie aus. Ich lasse es auf automatisch und bei mir hat das auch relativ gut bisher alles funktioniert. Wenn es dunkel wird, werden die eben automatisch aktiviert und wenn es hell ist, schaltet die Kamera dir also auch ab. Weil wenn es hell ist, brauchen wir die IR-LEDs ja nicht. Als nächstes habt ihr noch OnViv. Das ist ein Standard für IP-basierte Sicherheitsgeräte. Und den könnt ihr eben ausschalten und ein- oder ausschalten und ihr könnt hier einen Port festlegen. Dann haben wir ja noch PTZ. PTZ steht für Pan Till Zoom. Das ist eben die Drehen, Neigen und Schwenken Funktion. Und ihr könnt hier einstellen, was genau er macht. Ihr könnt eben hier die Position ein- oder ausschalten. Und wenn ihr die Kamera neu startet, dann begibt sie die Kamera normalerweise in diesen Position 1 Zustand. Das könnt ihr aber auch deaktivieren, wenn ihr das wollt. Und wenn ihr die Kamera natürlich bewegt, wollt ihr nicht, dass der Bewegungsmelder anschlägt. Deswegen dieses Setting hier. Die Geschwindigkeit könnt ihr hier auf schnell, mittel und langsam einstellen. Also wie schnell der sich bewegt, wenn ihr den Knopf drückt. Auf schnell, ich finde es am angenehmsten. Und ihr habt hier noch Anzahl der V-Scan-Faden und H-Scan-Faden. Also ihr, wenn ihr das momentan hier unten H-Scan und V-Scan, habe ich ja bereits erklärt. Wenn ihr das anklickt, fährt er das einmal ab. Könnt das natürlich auch auf 50 stellen. Dann macht er 50 mal links und rechts Schwenk quasi. Genau. Dann haben wir hier noch das Begrenzungsmenü. Das könnt ihr auch ein- oder ausschalten. Und die Alarmposition können wir auch deaktivieren. Oder aktivieren und können hier auch mehrere Alarmpositionen festlegen. Ich schließe das Ganze jetzt noch und jetzt kommen wir zum letzten Eintrag. Wir haben hier Systemlogbuch und in diesem Systemlogbuch steht eben drin, was genau hier passiert. Ich habe die Kamera hier neu gestartet und dann steht hier, dass ich mich eingeloggt habe. Ja, das ist quasi das Logbuch, wo einfach angezeigt wird, was passiert, wer loggt sich ein. Kommen wir nun zu den Multimedia-Einstellungen. Zuallererst einmal haben wir hier die Audio-Einstellung. Da haben wir zuerst mal die Lautstärke des Audioeingangs, die wir verändern können, und die Lautstärke des Audioausgangs. Als nächstes können wir hier einen Alarmton aktivieren.
Das bedeutet, wenn der Bewegungsmelder Alarm schlägt, dann gibt die Kamera einen Alarmton wieder. Kommen wir nun zu den Videoeinstellungen. Da habt ihr zuerst mal habt ihr einen JPEG-Stream aktivieren. Dann könnt ihr hier den Videokanal verändern. Hier habt ihr die Auflösung. Dann könnt ihr noch die Video-Framerate, also die Bilder pro Sekunde, verändern. Die Video-Bitrate, das ist quasi wie viel Daten der pro Sekunde aufzeichnet. Dann könnt ihr die Bitrate variabel oder fix einstellen. Und hier könnt ihr die Bildqualität verändern zwischen 1 und 6, also wie gut die Bildqualität sein soll. Als nächstes könnt ihr den Keyframes-Intervall verändern. Und hier könnt ihr eben noch das Plugin ändern, wie das Video angezeigt wird. Also entweder QuickTime oder ActiveX. Da ich den Inner Explorer benutze, ist ActiveX hier vollkommen ausreichend. Noch eine kurze Info zu diesen Einstellungen generell. Je nachdem, wie gut eure Internetverbindung ist, ihr müsst natürlich das Video, das ihr streamt, auch verarbeiten können. Im Netzwerk an sich ist das kein Problem. Also ich hänge hier in einem Gigabit-LAN, das kann maximal 100 MB pro Sekunde. Da gibt es also keine Daten- bzw. Geschwindigkeitsprobleme. Wenn ihr aber mit dem Handy quasi extern auf eure Kamera zugreifen wollt, dann habt ihr eine Internetverbindung, die datenlimitiert ist, also zum Beispiel 1 Mbit. Das heißt, die kann dann natürlich nur eine gewisse Datenrate pro Sekunde. Das heißt, wenn ihr also extern zugreift, müsst ihr diese Werte hier anpassen, quasi, dass der Datenstream, der Videostream, auch für eure Internetverbindung passend ist. Sonst habt ihr nämlich ein ruckelndes Videobild. Das hat dann nichts mit der Kamera zu tun, sondern mit eurer Internetverbindung. Wie groß so ein Videostream ist und wie genau man das berechnet, dazu gibt es einen Artikel auf der Seite selbst, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Okay, das Ganze speichern wir wieder und kommen nun zu Bild. Wir haben hier die Bildeinstellung. Ihr könnt das hier zurücksetzen und könnt dann hier noch die Helligkeit verstellen, die Sättigung, Kontrast, die Belichtung und Schärfe. Das ist also von diesem Bild hier, von dem Video, was wir aufnehmen oder die Bilder, die wir machen. Dann könnt ihr das Videobild natürlich drehen noch und spiegeln. Wenn ihr zum Beispiel die Kamera auf dem Kopf montieren solltet, dann sind diese Optionen nützlich. Ihr könnt noch den Zeitstempel einblenden und den Kameranamen, also das, was links und rechts oben in der Ecke ist. Wenn ihr das nicht haben wollt, könnt ihr es wegmachen. Und den Kameranamen könnt ihr auch noch verändern. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 10 Kameras installiert habt, dann könnt ihr die zum Beispiel durchbenennen: Kamera 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das war es jetzt auch mit den Multimedia-Einstellungen. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Kommen wir nun zum nächsten Menüpunkt: Alarm. Als allererstes haben wir ja hier Bereiche. Und ihr könnt hier Bereiche aufziehen, die quasi auf Bewegung reagieren. Das ist quasi der Videobewegungsmelder. Also die Kamera hat zwei Bewegungsmelder, einmal den PIR und einmal eben den Bewegungsmelder, der quasi über Videoaufnahme funktioniert. Doch dazu gleich noch mehr. Ihr könnt hier bis zu 4 Bereiche aktivieren. Seht ihr jetzt farblich hinterlegt. Ich mache jetzt hier erstmal nur einen an und das ist der erste hier. Ihr könnt den Bereich aufziehen hier mit der Maus. Seht dann, dieser Bereich reagiert auf Bewegung. Dann habt ihr unten noch einen Sensitivitätsschalter. Der legt fest, wie sensibel dieser Bereich auf Bewegung reagiert. Ich hatte den jetzt in meinem Test auf 50 und wenn hier eine Person hoch und runter läuft, dann löst die diesen Bewegungssensor aus. Ihr habt hier noch einen Knopf Alles, das heißt gesamtes Bild. Und ihr habt nur noch Reset. Und damit setzt er eben alles zurück. Ich lege jetzt meinen Bereich wieder fest hier und ich speichere das Ganze. Als nächstes haben wir hier Aktionen. Das sind Aktionen, die quasi auf die Bewegungsmeldung erfolgen können. Und ihr könnt hier einmal den internen PIR-Sensor aktivieren. Das ist der Sensor, der sich vorne am Objektiv befindet und der auf Bewegung reagiert. Und dann habt ihr noch die Möglichkeit, intern PIR und Bereiche koppeln. Mit Bereiche ist dieser Bereich gemeint, von dem wir gerade eben beispielsweise einen festgelegt haben, also diesen roten, den ihr im Hintergrund seht. Das heißt, ihr könnt diesen Bereich mit dem Sensor an der Kamera koppeln. Das heißt, wenn beide Bereiche auslösen, dann löst quasi der Alarm aus.
Dann habt ihr hier Aktionen bei Alarm. Da könnt ihr einmal eine E-Mail senden, das Video an die SD-Karte oder den FTP-Server senden und einen Snapshot, also ein Standbild, an die SD-Karte oder den FTP-Server senden. Hier könnt ihr die Auflösung der mitgesendeten Bilder festlegen, die Anzahl der Bilder in der E-Mail, der SD-Karte und des FTP-Uploads. Am Ende könnt ihr ja noch einen Alarmton aktivieren, und zwar ist es so, wenn der Bewegungsmelder anschließt, kann die Kamera ein Alarmsignal ausgeben. Das hört sich dann an wie so eine Alarmanlage. Und wenn ihr das eben aktiviert, dann gibt diese eben einen Ton aus, wenn sie eine Bewegung registriert. Als nächstes haben wir dann hier den Zeitplan. Und hier könnt ihr festlegen, wann diese Aktionen aktiv sind, also immer aktiv oder zu Arbeitszeiten, nur nachts. Könnt ihr die Auswahl auch invertieren oder ihr könnt hingehen und manuell hier Zeiten festlegen, wie ihr das eben haben wollt. Auf Bestätigen, damit speichere ich das Ganze wieder. Als nächstes haben wir hier den SMTP-Server. Da müsst ihr quasi die E-Mail-Daten von eurem E-Mail-Server eingeben, damit die Kamera fähig ist, E-Mails zu verschicken. Ihr habt hier Vorgaben von ein paar Providern, die ihr auswählen könnt, zum Beispiel Gmail. Dann sind die Daten hier schon vorher eingetragen. Ihr könnt natürlich auch hingehen manuell und hier manuell alles eintragen. Dann habt ihr hier die normalen Set, die ganzen Settings: SSL, TSL, Start, TSL, TLS, Benutzername, Kennwort und Passwort. Also das sind quasi die Daten, die man auch braucht, wenn man ein normales E-Mail-Konto einrichtet. Als nächstes haben wir hier E-Mail. Das heißt, ihr könnt hier einen Absender festlegen und zwei Empfänger und könnt ihr eben einen Betreff festlegen, was passiert. Zum Beispiel, die Kamera hat eine Bewegung registriert. Und dann kriegt ihr eben eine E-Mail. Als nächstes haben wir hier dann FTP. Da könnt ihr die Daten eures FTP-Servers eingeben, auf denen dann das Video oder das Bild hochgeladen werden kann. Ihr könnt hier auch auf Test klicken, um eure Verbindung zu testen. Und wenn der Test dann erfolgreich verläuft, wisst ihr, dass das Ganze auch funktioniert. Als nächstes haben wir noch den Audioalarm. Und zwar ist die Kamera fähig, durch das eingebaute Mikrofon Ton zu registrieren. Und das ist eben auch eine Aktion. Und hier könnt ihr die Sensitivität festlegen. Das heißt, wenn die Kamera Ton registriert, tritt eben eine Aktion ein. Als nächstes haben wir hier dann noch die SD-Karte und da könnt ihr auswählen, SD-Karte formatieren, auswerfen oder das Verzeichnis der SD-Karte öffnen. Kommen wir nun zum letzten Punkt, das ist hier Aufnahme und da haben wir als erstes auch wieder einmal den Menüpunkt Zeitplan und hier ist es so, ihr könnt hier auswählen Fotoserie oder Videoaufnahme und könnt dann hier auswählen, wann die Kamera aufnimmt. Also ihr könnt hier sagen, immer aktiv und auf Bestätigen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Videoaufnahme auswähle, dann würde die immer permanent Video aufzeichnen. Das heißt, ihr könnt per Zeitplan steuern, wann die Kamera aufzeichnet und wann nicht. Dazu sind die Settings jedoch noch interessant und dazu kommen wir jetzt. Video. Ich gehe hin, Videos per Zeitplan auf die SD-Karte, sage Länge der Videos in Sekunden, wähle die Auflösung. Bestätigen. Und da ich jetzt im Zeitplan gesagt habe, er soll das immer machen, nimmt er jetzt permanent immer Video auf die SD-Karte auf. Das Ganze geht natürlich auch mit einer Fotoserie. Das haben wir hier, Fotoserie auf SD-Karte, Intervall in Sekunden oder per E-Mail oder auf den FTP.